Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In dieser Folge geht es, beziehungsweise es ist gar kein wirkliches News Update, in dieser Folge möchte ich euch den kompletten Battle Pass Inhalt ein bisschen nahe bringen. Was heißt den kompletten? Ich zeige euch natürlich nur die interessantesten Sachen. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht denken, wozu dieses Video? Ich kann doch selber sehen, was drin ist. In den letzten Seasons, sprich 3, 2, 1, in der ersten weiß ich es gar nicht so genau, und in den letzten Seasons habe ich das immer gezeigt. Das wurde sehr, sehr gut angenommen und ich weiß, dass sich die meisten dieses Video wünschen, deswegen gehe ich da jetzt ein bisschen genauer drauf ein. Leider einen Tag später als gedacht, das Video von gestern, da ging es um das Dashboarding, da wollte ich nochmal ein extra Video zu machen, was meiner Meinung nach Vorrang vor diesem Video hatte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß auf jeden Fall bei dem Battle Pass Video und lasst wie immer vorab schon mal einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rum und rund um Apex Legends verpassen wollt, gerade Informationsvideos, und in den nächsten Tagen versuche ich noch ein kleines Revenant und Sentinel Video zu machen. Viel Spaß jetzt bei dem Battle Pass Video. Das war's von mir. Ciao. So, ich habe mal meine Kamera ein bisschen verschoben, logischerweise, damit ihr auch alles sehen könnt. Und vorab schon mal, ich werde versuchen, am Schluss des Videos, ich habe mir nämlich tatsächlich den Battle Pass auch noch nicht komplett reingezogen, aber man sieht ja vorab schon die wichtigsten Dinge, ein kleines Fazit geben, ob es meiner Meinung nach sich lohnt, diesen Battle Pass zu kaufen. Aber was ich vorab schon mal spoilern kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Wenn ihr die 950 Apex Coins in die Hand nehmt und es schafft, bis auf die Maximalstufe diesen Battle Pass zu leveln, dann habt ihr auf jeden Fall, und das kann ich euch schon mal sagen, die kompletten 950 Coins wieder drin. Wenn ihr jetzt mit den Coins nämlich nicht verschwenderisch umgeht und euch diese 950 Coins, wenn ihr das geschafft habt, das maximal zu leveln, wenn ihr das wieder erreicht und das nicht ausgebt, könnt ihr in Season 5 den Battle Pass gleich wieder kaufen, ohne jemals wieder Geld ausgeben zu müssen. Es sei denn, die Kosten für den Battle Pass werden irgendwann erhöht. Das nur mal nebenbei bemerkt, wer das nicht weiß. Und was ich jetzt gleich mal bemängeln muss, was mir mega auf den Sack geht, speziell für dieses Video, wenn ich jetzt hier durchseppe und irgendwas anwähle, zum Beispiel diesen schönen Skin für die Kraber, und jetzt zurückgehe, lande ich wieder ganz vorne im Battle Pass. Das geht mir schon mal ultra Sack auf den Sack. Für dieses Video und für alle, die immer mal ein bisschen durchseppen wollen, was die nächsten Belohnungen sind, euch geht das wahrscheinlich genauso auf den Sack. Fangen wir auf jeden Fall erstmal damit an, was ihr bekommt, wenn ihr den Battle Pass euch für 950 Apex Coins umgerechnet 9,50 € kauft. Hier schon mal ein Skin, wo viele dachten, das ist die Vault SMG. Ihr kennt den Trailer noch, den Gameplay-Trailer, wo Watson diese Waffe in der Hand hat, und zwar die R99. Es sah wahrscheinlich wie die Vault SMG aus, weil sie sieht die R99 ganz, ganz anders aus, als man sie kennt. Vom Skin her würde ich auch sagen, Mensch, das sieht fast aus wie eine 99 und eine Alternator in einer Mischung zusammen, so ein bisschen. Aber aus dem Video, da ist noch ein Schaft und ein Laufstabilisator vorn dran. Deswegen sah die Waffe so fremd aus. Und auch das Visier sieht völlig anders aus. Und deswegen dachten wahrscheinlich viele, es ist die Vault SMG. Nein, ist sie nicht. Es ist die R99. Der Skin ist ultra geil. Das kann ich schon mal sagen. Alleine für diesen Skin finde ich den Battle Pass schon total geil. Und wie gesagt, die Tatsache, dass man sowieso das komplette Geld irgendwann wieder reinspielt, wenn man genug suchtet, vollkommen geil. Ich erwähne natürlich nicht, dass ihr auch für 25 € die ersten 25 Stufen kaufen könnt. Aber hey, ich will das Spiel komplett suchten, will was freischalten. Deswegen kaufe ich mir nur die Standardversion. So, als nächstes bekommen wir noch einen seltenen Lifeline-Skin. Sieht ganz cool aus, und ich muss auch sagen, es gibt manche seltene Skins, die sind gar nicht mal so schlecht, teilweise sogar schöner als ein legendärer oder ein epischer. Dann haben wir hier noch einen richtig schicken, das fällt mir jetzt erstmal so auf, richtig schicken Pathfinder-Skin, auch selten. Ich finde die Mischung, das sind so diese typischen Apex-Farben, gerade aus Season 1, wer sich daran erinnern kann, die finde ich mega geil, sieht absolut stark aus. Diesen Krypto-Skin hätte ich ursprünglich übrigens gedacht, dass das vielleicht ein legendärer ist. Sieht auch eigentlich richtig geil aus. So, und hier geht es dann schon los, hier spielen wir die ersten 50 Coins frei, und das geht dann weiter immer in 100er Schritten. Ab Stufe 4 zum, also ich werde jetzt natürlich die Apex Packs nicht erwähnen, das sollte klar sein. XP Boosts wie in jedem anderen Battle Pass. Wenn ihr so einen XP Boost freischaltet und vor allen Dingen eure Mates, die ihr in eure Party einladet, und die haben auch so einen Boost drin, bekommt ihr immer jeweils einen Bonus, der stapelbar ist, und ihr kriegt schneller den Battle Pass gelevelt, was eine feine Sache ist. Fangen wir jetzt mit Stufe 5 an. Da bekommen wir ein legendäres Apex Pack. Gehen wir weiter. Hier bekommen wir wieder Apex Coins, 50
Stück, Moment, waren das die? Ja, man kann sogar nicht 950, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sondern 1000 Apex Coins freischalten. So, dann haben wir hier einen ersten Waffenanhänger, der nicht so spannend aussieht, gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Ich zeige euch hier einmal, ich versuche mir das zu sparen, weil wie gesagt, man springt immer wieder, wenn man was anwählt und zurückdrückt, kommt man immer wieder in das Startmenü, was mega belastend ist. Deswegen schaue ich mal, dass ich nur selten etwas ein bisschen vergrößere. Das meiste sieht man ja auf der Seite. Auf jeden Fall will ich das einmal nochmal groß machen. Das ist eigentlich der schönste Ladebildschirm im gesamten Battle Pass für meine Begriffe. Obwohl, es gibt noch ein, zwei vom Revenant, die sehen vielleicht ein bisschen geiler aus, aber ansonsten ist dieser Ladebildschirm sehr, sehr geil. Es gibt aber noch ein paar, die finde ich nicht so toll. So, überspringen wir den Kraber Skin, ist völlig klar. Auch hier diese Banner finde ich nicht sehr, sehr erwähnenswert. Hier haben wir einen Skydive Mod für den Revenant. Kann man den größer machen? Geht gar nicht, okay. Kann ich auch nicht im Menü zurückspringen. Ein XP Boost. Ein Hemlock-Skin, der auch nicht der Rede wert ist. Hier haben wir wieder ein Ladebildschirm, den mache ich jetzt nicht größer. Der ist auch nicht mega spannend. Der zeigt, glaube ich, was ist denn das eigentlich? Ich mache es doch mal größer. Ach, alles klar, das ist aus dem Revenant Cinematic Trailer, wo der die ganzen Leute abschlachtet. Gerade hier im Hintergrund seht ihr diesen kleinen runden Kreis, da springt der Revenant rein. Und macht dann die ganzen Leute platt, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Sieht schon geil aus, muss man einfach mal sagen. Natürlich kriegen wir wieder jede Menge Crafting-Materialien. Wie viel in der Masse, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaube, es sind auf jeden Fall über 1800. In den letzten Battle Passen war es so, wenn ihr den Battle Pass komplett gelevelt habt, könnt ihr mindestens ein legendäres Objekt eurer Wahl mit Crafting-Materialien zusammen herstellen. Hier wird es nicht anders sein. Habe ich irgendwas übersprungen? Nö. Auf jeden Fall 120 Crafting-Materialien. Hier haben wir den Selfie-Stick Skydive E-Mod für den Octane. Wurde in den Leaks vor ein paar Tagen auch schon bekannt gegeben, dass da einer kommt. Ein RE45-Skin, nicht der Rede wert. Der erste Skin, der mir richtig, richtig gut gefällt, natürlich der legendäre Wraith-Skin. Wie nennt denn der sich überhaupt? Perfekter Soldat. Den mache ich natürlich mal in groß. Und der sieht auch ultra geil aus. Ist zwar nicht unbedingt einer meiner Favoriten, da gibt es schönere. Sieht dennoch ultra, ultra geil aus. Als nächstes haben wir hier wieder einen Anhänger, einen Mikrochip, der nicht weiter interessant ist. Den Skydive E-Mod finde ich richtig cool. Hier sehen wir den Core-Stick auf einer Gasfalle reiten. Wie hießen diese? Da gab es doch so ein, war das ein Märchen oder ein Film, wo so ein Typ auf seiner Bombe reitet. Keine Ahnung, wie der hieß. Ist auf jeden Fall eine bekannte Geschichte. Richtig cool. Einen Havoc-Skin, wieder nicht der Rede wert. Hier haben wir wieder so einen Sprachteil. Auch nicht unbedingt spannend. Hier haben wir nochmal, und da muss ich sagen, ein bisschen sehr unkreativ von Respawn, nochmal ein Ladebildschirm aus diesem Lokal, wo quasi die Eltern von Loba dinieren, bevor der Revenant kommt. Einfach nur ein bisschen näher. Das ist einfach unkreativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Ein Prolo-Mod, der auch nicht sehr, sehr interessant ist. Hier haben wir nochmal dasselbe Lokal aus einer anderen Perspektive. Oh, sorry, jetzt bin ich komplett rausgeflogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Ladebildschirmen noch unkreativer geht es jetzt ehrlich gesagt nicht. So, hier haben wir einen Skydive E-Mod von Krypto. Ich glaube, in Season 3 gab es da gar keinen. Ihr könnt mich gerne berichtigen, falls das doch der Fall war. Aber ich glaube, für den Krypto gab es gar keinen. Finde ich cool mit der Drohne, sieht absolut geil aus. So, dann haben wir hier noch für die Charge Rifle einen Skin, da gibt es später einen richtig coolen, den lohnt es sich auch einmal reinzuziehen. Hier haben wir den ersten Ladebildschirm, der wirklich, also mitunter, abgesehen von dem Harvester, den ich richtig, richtig cool finde, im Comic-Style mit dem Revenant, wo der so ein paar Leute abschlachtet. So, und hier haben wir natürlich, mache ich auch hier Level 50 mal diesen Skin ein bisschen größer, weil den finde ich, das ist eigentlich mit einer meiner favorisierten Sachen, die wir im Apex Battle Pass überhaupt freischalten können in Season 4, der Cyberpunk Skin. Und hier könnte man vielleicht das erste Mal rätseln. Mensch, das finde ich ein bisschen schade, dass man hier nicht nach unten zoomen kann. Diese Maschinenbeine. Alles von Hammond Robotics designt, auch die Beine vom Octane, wer das nicht weiß. Auch der Revenant ist von Hammond Robotics erschaffen, das einfach mal als nebenbei bemerken, ist ein absolut geiler Skin und jetzt schon einer meiner Lieblingsskins im gesamten Spiel. So, hier haben wir wieder ein paar Sachen, die nicht der Rede wert sind.
Hier haben wir nochmal ein Ladebildschirm aus dem Trailer. Hier spiegelt er sich als eigentliche menschliche Version wieder. Sieht ein bisschen anders aus als aus dem Trailer, finde ich, ein bisschen abgewandelt. Das ist auch eine gezeichnete Version, wie man sieht. Moment, bin ich hier schon zu weit? Stopp, wo sind wir? Alles klar, wir sind hier. Ja, hier haben wir nichts verpasst. Moment. Oh, hier ist noch ein Ladebildschirm, den Ladebildschirm, den hätte ich ja fast verpasst. Der Ladebildschirm sieht natürlich auch ultra, ultra geil aus. Das ist quasi der Moment, wo er quasi durch diese Scheibe springt. Aber das ist nicht diese Stelle mit diesem runden Glastorbogen. Ach, das spielt ja auch keine Geige. Das ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Hierbei waren wir jetzt hier richtig, hier sind wir richtig, alles klar. Wie gesagt, dadurch, dass ich hier ständig zurückspringe, wenn ich irgendwas zeige, kann das sein, dass ich immer ein bisschen durcheinander komme. Sorry dafür, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen stottermäßig rüberkommt. Ab Level 69 kriegen wir ein episches Apex Pack und hier ist die Wahrscheinlichkeit zu 100% natürlich was Episches zu bekommen und 7,4 etwas Legendäres. Ist auf jeden Fall eine coole Wahrscheinlichkeit, vielleicht mal was Legendäres nachzuziehen, was auch ganz cool ist. Ein weiterer Ladebildschirm, den lasse ich jetzt einfach mal klein. Oder ach scheiß drauf, komm, wir machen den groß. Der sieht auch richtig geil aus. Ja, der Revenant in einer richtig coolen Pose, würde ich jetzt mal sagen. So, wo sind wir? Alles klar, war das der Skin? Oh, nee, hier gibt es noch einen, den kenne ich auch noch nicht. Ich habe den Battle Pass nämlich nur einmal kurz durchgesappt und habe einiges verpasst, wie ich gerade sehe. Auch ein cooler Ladebildschirm. Ich, für meine Begriffe, würde ich auch jedem nur raten, um ein bisschen Abwechslung in die Ladebildschirme zu machen. Ich habe so eine Random-Fassung drin, damit man mal ein bisschen was anderes sieht und nicht immer dasselbe. So, ja, die ganzen Musikpacks, das lasse ich alles außen vor, das spiele ich jetzt nicht ab. Das sprengt dann doch ein bisschen den Rahmen. Hier kriegen wir nochmal 100 Apex Coins. Auch Crafting Materialien sind wieder dabei. Den Ladebildschirm habe ich gerade gezeigt. Das ist zum Beispiel nochmal ein Glücksbringer, den kann ich nochmal zeigen. Den zeige ich ein bisschen näher. Die Nessie Glücksbringer, die finde ich im Allgemeinen richtig, richtig cool. Plüschmonster, okay. Geil. Also das mit den Glücksbringern ist sowieso eine Neuerung seit Season 3, die ich richtig cool finde. Jetzt kommen wir eigentlich zum interessantesten. Ach Moment, wir haben noch einen Skydive immer, den ich natürlich noch zeigen will. So ein bisschen Fledermaus-mäßig von Wraith. Sieht auch ganz cool aus. Wie heißt denn der? Schnelldenker. Okay. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nichts übersprungen habe. Dadurch, dass es zurückspringt, nervt das echt ultra. Hier haben wir, ist das ein Fontaine? Mr. Obommel. Okay. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal eine Legende, die daran angelehnt ist. So eine Mischung aus Pathfinder und Octane könnte man fast sagen. Naja, die Kreativität an seltenen Skins für die Waffen ist meistens eher, naja, unterirdisch, sage ich mal. Hier haben wir noch einen Revenant-Skin, den ich auch sehr, sehr geil finde. Das ist nochmal, ja, es ist die Stelle, wo er durchspringt. Hier ist die zerbrochene Glasscheibe, sieht man. Der andere Ladebildschirm zeigt was völlig anderes, eine andere zerbrochene Scheibe. Wahrscheinlich hat er da irgendjemanden durchs Fenster geschmissen. Keine Ahnung, das wollen wir jetzt auch nicht weiter interpretieren. So, das habe ich gezeigt. Hier ist der epische Skin für die Charge Rifle, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich auch ausbaufähig, auch hier ist natürlich Geschmack. Geschmäcker sind verschieden, das darf man natürlich nicht vergessen. Was am interessantesten für mich logischerweise ist, ach so, mal abgesehen davon, wenn ihr Level 97 erreicht habt, habt ihr 1000 Apex Coins freigeschaltet und deswegen jetzt vorab schon mal für mich, wer von Season 1, 2, 3 von Anfang an dabei ist und es der Meinung ist, 10 Euro zu investieren, der bekommt die 10 Euro auf jeden Fall, wenn er sehr viel zockt, auf jeden Fall wieder rein. Deswegen sage ich vorab jetzt schon mal, meiner Meinung nach lohnt sich der Battle Pass, weil 10 Euro sind tatsächlich nicht die Welt. Ihr spielt sie so oder so wieder rein. Wenn ihr es nicht verschwendet, habt ihr es in Season 5 wieder drin und könnt euch den nächsten Battle Pass kaufen. Für mich natürlich, die Flatline ist meine absolute Lieblingswaffe, deswegen ist natürlich klar, Level 100 ist der Flatline-Skin, den finde ich richtig geil. Natürlich ist der hier nicht so nichtssagend, ist ein bisschen nichtssagend. Für den Anfang könnte man natürlich in der schnellen Bewegung aus dem Trailer auch für eine andere Waffe halten. Ich musste kurz überlegen, ob es tatsächlich die Flatline ist. Denn auch wie der R99-Skin finde ich hier den Skin erstmal optisch. Verfremdelt er die Waffe ein bisschen anfangs. Man muss genau hingucken, um zu erkennen, dass es die Flatline ist. Zumindest für den ersten Blick. Natürlich ist auch hier
ist wieder eine reaktive Tarnung. Das heißt, wenn ihr ein paar Mal einen Gegner platt gemacht habt, sieht man es hier im Trailer, dann kommen hier reaktive Sachen dazu. Das seht ihr hier in dem Art Trailer, kommen da so eine Blitze aus diesen einzelnen Elementen an der Seite raus. Das sieht man, wenn man hier in der Nahansicht sich das anguckt, nicht. Natürlich ist die, auf was ich eigentlich hinaus wollte, die 110er Variante wieder natürlich deutlich geiler. Und für mich lohnt sich alleine, weil die Flatline meine Lieblingswaffe ist, dieser Skin absolut. So, Ladies and Gentlemen, das soll es natürlich von meinem, ich sag mal, Battle Pass Review schon wieder gewesen sein. Wenn es euch ein bisschen unterhalten hat, euch gefallen hat, ein bisschen was gezeigt hat, was ihr noch nicht kanntet oder nicht offensichtlich kanntet, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben für dieses Video freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. Das soll es von mir gewesen sein. Viel Spaß weiterhin in Season 4 und in den nächsten Tag nochmal Werbung für mein Sentinel und Revenant Review Video kommt in den nächsten Tagen. Es ist noch nicht in der Mache, aber ich werde mich demnächst mal ransetzen, wenn ich beides ausgiebig getestet habe, damit ich auch keinen Blödsinn erzähle und so ein bisschen auch meine eigene Meinung dazu äußern kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Battle Pass für mich lohnenswert, alleine weil man das Geld wieder reinspielt. Ich weiß, das habe ich jetzt schon 20.000 Mal gesagt. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß weiterhin mit Season 4 und am Sonntag, wer das tagesaktuell schaut, am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr vormittags gibt es den nächsten Season 4 Livestream von mir. Ich habe leider erst den Release spielen können, seitdem nicht weiter gezockt. Am Sonntag das erste Mal dann wieder. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.